für ein rein berufliches Angebot. Rein beruflich? Klar? Ja, klar. Noah ist ja der beste Freund von dem Alexander. Und was das Schöne ist an so bester Freund, Sidekick-Rollen und so weiter, es ist immer ganz toll, dass man die Hauptfigur so ein bisschen herausfordern darf. Man darf sie ein bisschen verarschen, man gibt einen anderen Blickwinkel, damit der beste Freund nochmal irgendwie was anders sieht oder versteht. Und dann grün ist doch gar nicht dein Typ. Oh. Ah, ich verstehe. Mit die hier ist es. Mit der würde ich auch mal gerne verreisen. So ganz beruflich. Oh. Freddy und ich hatten eine schöne Hangover-Szene so ein bisschen. Also wo er nach einer durchzechten Nacht im Hotelbett liegt und ich ihn so rausholen muss, weil es ein wichtiges Meeting ist. Und danach dann mit ihm Auto fahren, ja. Durch eine ganz enge Torausfahrt. War spannend, weil ich nicht so ein geübter Autofahrer bin. Deswegen, Autofahren ist immer so, ja okay Julius, du sitzt hier rein und dann fährst du einfach da durch diese kleine Parklücke, du fährst dann hier noch ganz knapp dran vorbei. Das ist immer so, ja klar, ja sicher, mach ich. Okay, wo ist das Auto? Und dann muss man sich erstmal mit anfreunden. Damit hatten Freddy und ich sehr viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen.